Hallo, liebe Leute, hier ist der Volker Schäffler. Diesmal ohne Mütze, damit man nicht denkt, es ist der gleiche Film. So, liebe Leute, ich habe euch jetzt ein Angebot zu machen. Und zwar eigentlich jedem. Ja. Es ist eine Leichtigkeit, 1 Million zu verdienen. Wirklich. Ist eine Leichtigkeit. Ich habe es dummerweise verpasst. Ich erzähle euch gleich, warum. Ich mache ja die Entwicklung von Energiesystemen. Messiasmaschine, Schwungradmaschine, Magnetmotor, Gabsystem, das mit Relais arbeitet und so weiter. Und für jedes dieser Systeme gibt es eine Bauanleitung, ja, die ich angefertigt habe. Ich habe das in Telegram gepostet bei einem Freund, weil der viele Nutzer hatte. Und siehe da, da kamen 64.000 Nachfragen. 64.000. Ich weiß nicht, wie viel tausend wollten die Bauanleitung, wollen wissen, was kostet die Bauanleitung. Ich habe dann gesagt, die kostet 650 Euro. Ich Dummkopf, ja, hätte ich gesagt, die kostet 20 Euro oder 50 Euro, ja, dann wäre die Gelder reingeflossen. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Es ist noch schlimmer gekommen, noch schlimmer. Ich hatte das in TikTok gepostet und da waren 1 Million Aufrufe für die Schwungradmaschine. 1 Million Aufrufe. 1 Million Aufrufe. Ich habe die gar nicht bearbeitet. Das waren zu viele, konnte ich gar nicht. Aber hätte ich mal 1000 beantwortet, hätte gesagt, die kostet, was weiß ich, 100 Euro. Dann wäre die Gelder auch reingeflossen. Ne? So, und deshalb spreche ich jetzt euch an. Ich muss jemand haben, der mir behilflich ist. Was muss der tun? Er muss nichts anderes tun, wie meine Systeme, also sagen wir mal das GAP-System, das der Art Porter gebaut hat, aus USA, der NASA-Mann. Er verlangt dafür 2,2 Millionen Euro. Wir verlangen noch 5.000 Euro dafür. Aber wir haben die zehnfache Stärke. Die zehnfache Stromstärke geschaffen. Er hat nur 1,4, wir haben 14 kW rausgeholt. Aber wir bieten nur mit 10 kW an, weil das ist erlaubt. So, diese Filme, die es gibt von mir in YouTube, Messiasmaschine gibt es, Schwungradmaschine gibt es, Magnetmotor gibt es. So, dann nehmt ihr einen Film und schreibt dazu, für diesen Film gibt es bei mir die Bauanleitung. Oder kann ich euch die Bauanleitung besorgen? So, das postet ihr, so oft ihr könnt, so oft ihr könnt. Habt ihr 1000 Leute, die das, ja, das ist, werden Kranke abgeholt. Ja? Das ist normal, das hat sich sehr verstärkt, war früher nie. Jetzt immer Kranke, Kranke, Kranke. Okay, also habt ihr auch das gehört. So, ihr müsst nichts anderes tun, als diesen Film zu posten. Hier könnt ihr von mir oder schreibt auch von dem Hersteller oder von dem Erfinder die Bauanleitung bekommen. Die Bauanleitung müssen wir einen Preis nennen, der bezahlbar ist. Also ich sage jetzt mal, normalerweise 100 Euro ist schon sehr günstig, aber wir können es auch günstiger machen. Es kommt jetzt, wie ich sagte, auf die Menge an. Wenn da 10.000 Leute anfragen, dann kannst du auch 10 Euro nehmen. Und ich bin, ja, man muss die natürlich auch schicken, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Die muss man dann verschicken per Mail. Und das ist aber kein Problem, ich habe die ja fertig. Das ist nur ein Klick, ein Mausklick und dann werden die verschickt. Das ist einfach. So, und man muss es jetzt eben so ein bisschen einschätzen, wie viele werden sich melden. Und ihr verteilt diese Informationen und bekommt von mir, von dem Preis von der Bauanleitung, 50%. Also nehmen wir 100 Euro, kriegt ihr 50 Euro. Nehmen wir
20 € und trinkt er 10 €. Aber dafür sind das dann 1000 Leute. Da hat er auch 10.000 € für wenig Arbeit, für wenig Mühe. Ihr müsst es ja nur ins Netz stellen. Könnt ihr überall verteilen, wo ihr wollt, Facebook, sonst wo. Ja, das ist mein Angebot an euch. Oder wir können auch sagen, ihr könnt auch die Maschine gebaut bekommen. Da müsst ihr den Hersteller anschreiben. Da gibt ihr meine E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse ist scheffler.volker3@gmail.com. Scheffler, SAEFFLER. Volker3@gmail.com. Das ist alles. Und schreibt ihr mich an, ihr wollt das machen. Gebt eure Kontonummer dazu oder wartet ab, bis sich welche melden. Und wenn sich welche melden, die müsst ihr mir schicken. Ne? Dann schreibe ich denen, dann müssen wir abstimmen, ihr und ich. Wie viel nehmen wir für die Bauanleitung? Ja? Das ist ja euer Geld. Euer Geld wie mein Geld. Ihr sagt dann, wir nehmen für die Bauanleitung 50 €. Ja, dann das ist nicht zu billig und da kommt ein bisschen Geld rein durch die Masse. Ne? Aber es muss auch verschickt werden. Das ist die ganz wichtige Sache. Nicht, dass die Leute zahlen, kriegen nichts. Das geht nicht. Okay. Ja, ist das ein Angebot für euch oder was sagt ihr dazu? Schreibt mir doch mal. Wenn ihr das machen wollt, schreibt mir. Ihr wollt das machen. Und dann sage ich euch, okay, hier sind die Vorgaben, das sind die Filme, ihr könnt auch mehrere Angebote machen. Also einmal für das Kappsystem oder einmal für das mit Relais arbeitet oder für den Magnetmotor oder für die Schwungradmaschine, ist egal. Ihr könnt vier verschiedene Typen anbieten. Ja, nicht in einem Angebot, sondern macht er eben vier Angebote. Ne? So, und dann schreiben die hin, ja, ich denke, es ist besser, wenn wir auch den Preis nennen, ne, für die Bauanleitung. Weil manche denken dann, Bauanleitung, wer weiß, was die kostet, 1000 € ist sie wert, klar, aber machen wir ja nicht. Ne? Maximal 100 €. Und wir stimmen uns ab. Und dann machen wir das. Ich gebe euch die Filme. Ihr legt los in Telegram. Wer 100.000 Nutzer hat in Telegram, der hat es leicht. Da melden sich sehr, sehr viele. Machen wir mal was draus. Ja? Es ist eine Erleichterung für mich, weil ich nicht alles alleine machen muss. Und je mehr mithelfen, wenn 100 Leute helfen, kommt 100-mal so viel Geld in die Kasse. Ne? Aber es muss auch alles bearbeitet werden. Ich werde mir dann noch Mitarbeiter nehmen, die Dinge bearbeiten. Okay, Leute. scheffler.volker3@gmail.com. Ja? Das war schon alles. Und ja, ich bin mal ein bisschen mit der Hand lädiert schon wieder. Ich bin ausgerutscht auf die Hand gefallen. Passiert im nassen Badezimmer. Da gibt es extra so Schuhe, die man tragen kann, so Sandalen. Ne? Habe ich nicht getragen. Ne? Nee, nicht dran gedacht. Aber ich will euch sagen, ich heile mir alle. Ich habe ungefähr 10 Verletzungen gehabt. 10, ja. Durch den Sport, durch Handball. Ich habe immer Handball gespielt früher. Ich war aber auch Boxtrainer, Bodybuilding-Trainer. Fitnesstrainer, Tennistrainer, da habe ich kaum oder gar keine Verletzung gehabt. Aber beim Handball sehr, sehr viele. Kieferbruch, Jochbeinbruch oder Armbruch, Daumenbruch, mehrfach rechts, Daumenbruch links. Lauter. Und diese Sachen, die heile ich alle ohne Arzt. Ich nehme keinen Arzt seit 10 Jahren. Ich brauche keinen Arzt. Ich mache Selbstheilung, Geistheilung, Aurabereinigung, Schmerzbeseitigung, wie es die Indianer machen.
Und so habe ich mich auch von Bauchspeicheldrüsenkrebs geheilt. Ganz ohne Arzt, ohne Medizin, ohne alles. Ich hatte schwere Schmerzen. Und er hatte sogar gestreut im Bein, im Zeh, am Bauch, überall waren die Knubbel zu spüren. Ja. Nach 2 Monaten war alles weg. Keine Schmerzen mehr. Das ist vor 5 Jahren gewesen. Vor 5 Jahren. Und dann, wie diese Zeit um war, ich saß abends so wie jetzt auch am Bildschirm. Ich denke, Mensch, Volker, mal sehen, wie deine Kraft jetzt noch ist nach all dieser Tortur. Ja. Ich habe einen 18-Stunden-Arbeitstag hinter mir gehabt und dann habe ich gesagt, so Volker, du machst mal jetzt Liegestützen, weil das war so ein Hobby von mir früher, in jungen Jahren. Ja. Da war mein Limit so bei 60 Liegestützen, ohne abzusetzen. Ja. 60 Mal, das ist schon ganz gut. Ne. Dann habe ich das gemacht, spät abends. Ich kam auf 120 Liegestützen ohne abzusetzen. Jetzt kann man sagen, das glaube ich nicht. Ja, warum soll ich euch das erzählen? Ich habe das gemacht und es ist so, ja. Aber bei mir ist es mentale Energie, mental durch meine Gebete, die ich mache. Hat nichts mit Kirche zu tun, sondern ich kommuniziere mit der göttlichen Welt, mit den Schutzengeln und so weiter. Müsst ihr alles nicht machen, glaubt eh keiner. Aber ich kann eben auch heilen. Ich habe auch Ausarbeitungen gemacht, wie man das macht. Gebe es auch den Menschen, die es bei mir bestellen. Kostet auch nicht viel. Ist ein billiger Preis. Nur für meine Arbeit, für meine Ausarbeitung, dass sie bezahlt werden. Mehr ist es nicht. Und dann verschicke ich das, sodass Leute sich das auch zunutze machen können. Ja. Ich habe 50 Leute schon, ich sage mal, nicht heilen können, sondern ich konnte ihnen sagen, wie man sich heilt und sie konnten sich heilen. Ja. Ich heile ja nicht, gebe auch keine Beratung, das ist alles verboten. Ja. Die Pharmaindustrie braucht ja kranke Leute, keine gesunden. Das wissen wir ja alles. Und übrigens, kein Arzt kann heilen, überhaupt nicht. Ärzte werden im Schnitt 56 Jahre alt. Hätten sie mal Bäcker gelernt, wenn sie 80 werden. Ja, warum? Ja, warum ist das so? Weil sie nicht heilen können. Sie bemühen sich, sie können es auch nicht. Sie können es nicht. Okay, Leute. Ja, will ich mal nicht zu gehässig sein. Ich brauche keinen Arzt. Ne? Obwohl ich auch Kliniken projektiert habe für die Türkei, für Dubai, für China, Protonkrebskliniken und so weiter, Ionenstrahltherapie, auch eine Allgemeinklinik und so weiter. Ja, ich bin eben vielseitig. Aber damit kann man auch kein Geld verdienen, denn die machen, die nehmen die Unterlagen und machen die Kliniken, geben kein Geld her. Okay, alles gut, aber es kommt mir zugute, weil ich ja Menschen helfe. Und das geht nach oben in die Akasha-Chronik und da steht dann drin, Volker Schäffler hat so und so vielen Menschen geholfen. Da steht nicht drin, Volker Schäffler ist ein Idiot. Sondern Volker Schäffler hat so und so vielen Menschen geholfen. Steht in der Akasha-Chronik. Das kommt mir zugute. Und so sollt ihr auch denken. Gar nicht mal gewinnorientiert, sondern was könnt ihr für Menschen tun? Was könnt ihr für Tiere tun? Ich habe 13 Jahre lang 100 Schwäne täglich durch den Winter gefüttert. 13 Jahre, 100 Schwäne täglich, 100 Enten täglich, tausende Waldvögel täglich. Steht bei mir in der Akasha-Chronik. Ja, da bin ich sehr dankbar, dass das registriert ist. Okay, alles Gute und ciao. Gruß von der Schaffung.